Hallo und herzlich willkommen bei der brandneuen Ausgabe von Frag den Spengler, Folge 8. Und heute bei mir zu Gast die Julia und die Emily. Und der, den bringst du jedes Mal, muss es wirklich sein. So, lieber Matthias, wir wollten ja auch jetzt wieder noch weitere Rollen vorstellen. Heute stellen wir Rollen vor. Matthias. Nämlich, ja? Liebe Julia, welche Rolle spielst du denn? Dann darf ich sagen, darf ich sagen, das ist Theresa. Aber als Nix. Hallo. Ja, aber wieso Theresa? Wir wollten noch die Theresen vorstellen. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Theresa als Mensch? Gibt es auch Theresa als Nixe oder was? Ja. Du das spielst ist im Stück so. Gut, aber jemand so geschrieben. Ja. Wer hat es denn geschrieben? Gut, aber du spielst Theresa. Also das heißt, du bist diese Tochter von der Müllers Frau. Genau. Das hast du letztes Mal erklärt. Ja. Genau. Ja. Gut, und was die charakteristisch ist? Naja, im Prinzip, das ist ja das, was wir schon erklärt haben, dass in diesem Stück eine Rolle von zwei Schauspielern gespielt wird. Nämlich, einmal spielt ein Schauspieler die Theresa als Mensch und einmal als Nixe. Ja, gut, aber was ist die jetzt, verwandeln sich. Und was ist Theresas Rollenprofil? Das Rollenprofil? Ja. Theresa ist ja diejenige, die sich wünscht, in eine andere Welt zu gehen, in eine scheinglitzernde Welt. Das ist eigentlich ja das Thema unseres Stückes, dass sie sich wünscht, bei den Nixen auf dem Weihergrund zu leben. Und bist du zufrieden mit dieser Rolle, liebe Julia? Mit der Rolle, ja. Mit dem Leben auf dem Weihergrund? Schon? Zuerst, ja. Zuerst. Aber sagen wir mal, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ne? Naja, zuerst gefällt es dir ja, oder? Ja, gefällt auf jeden dir schon. Fall. Das habe ich schon so geschrieben, dass dir gefällt. Also allein dieses Fest da am Anfang, das ist schon toll. Ja. Gut, liebe Julia, du bist ja in echt, heißt du ja Julia, das wievielte Mal machst du das eigentlich mit bei uns? Das fünfte Mal? Ja. Und jetzt im Vergleich zu den anderen Rollen, wie steht da diese Theresa-Rolle so? Ja, also ich glaube, es ist die größte, die ich bisher habe. Die größte? Ich glaube schon. Was? Okay, ja, das gehört mich ja in Ordnung. Also, aber wie findest du die persönlich, die Rolle? Es macht mir sehr viel Spaß. Es ist natürlich sehr viel zu lernen, gerade weil es schon viel Sprechtext ist, aber das gehört natürlich dazu. Die letzten zwei Tage nur die Lieder gehört. Und wie viele Lieder singst du da? Also ich singe natürlich bei allen Liedern mit, aber bei denen ich wirklich maßgeblich beteiligt bin, das sind zwei. Okay. Also, das heißt also, du spielst aber eigentlich nur eine Nixe, obwohl du ja eigentlich die Tochter von der Müllerin bist. Genau. Heißt, du hast auch ein Nixenkostüm an, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, das ist ein Rock, der ist natürlich relativ eng geschnitten, weil Nixe, Fischschwanz und so weiter, der geht unten Fischschwanz. Auf. Fischschwanz? Ja, klar. Was glaubst du, wie ich mich unter Wasser fortbewege, Martin? Ja gut, ich spiele ja im Volk, deswegen weiß ich es ja nicht. Aber gut. Ich kann auch nicht schwimmen. Ja, ich kann auch nicht schwimmen. Ja, ich kann schon schwimmen. So, wir kommen dann nochmal zurück zu dir. Jetzt kommen wir aber zu der Emily. Die kennt ja jeder hier, die macht ja hier immer so Rundgänge bei den ganzen Proben. Die ist jetzt so eine neue Chefmoderatorin eigentlich, wenn ich mal krank bin. Liebe Emily, welche Rolle spielst du gleich wieder? Ha, ich weiß es, ich weiß es. Ja, welche denn? Ich weiß es. Ja. Soll ich nicht sagen? Doch. Sie hat gesagt, ich soll nicht sagen. Soll ich sagen? Ja. Soll ich sagen? Ja. Wirklich? Ja. Soll ich sagen? Das ist, der Martin hat schon ein bisschen Druck, der hat noch Hunger heute. Nein. Das ist die Valley. Die Valley, und zwar die Valley als Nixe. Halt, stopp, da muss ich intervenieren. Beim letzten Mal haben wir Valley als, schon mal mit zwei Valleys vorgestellt. Ja, richtig, da waren sie aber Menschen. Das heißt also, ihr seid dann, du bist also dann praktisch auch eine Nixe. Genau. Aber du willst tauschen. Warum willst du denn in die andere Welt? Warum willst du denn in die normale Dorfwelt? Warum? Weil sie da einfach ehrlich sind und sich füreinander freuen und es ein sehr, sehr schönes Leben ist, auch die Feste, die sie dort feiern. Und bei uns ist es halt eher ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, steif und ziemlich kühl. Kühl und nass auch. Und nass, bleibt auch nass. Und streng, gut, dann, da die Sendung ja fragt den Spenger, das müssen wir jetzt den Spenger nochmal fragen, was ist denn das Rollenprofil von der Valley? Ja, die Valley ist ein sehr quirliger, junger Nix. Hat sie auch einen Nachnamen übrigens? Ja, Valley vom dunklen Pfuhl, Tochter von Quapalumpo dem 13. Herr über den dunklen Pfuhl. Ich wäre ja persönlich für Valley Wellenschlag, wäre ich ja persönlich. Nee? Nein, ist okay, ja, okay, nochmal zurück. Ja, Rollenprofil, Valley? Ja, also die Valley ist tatsächlich ja eigentlich, das ist eine Nixe, das heißt, die kennt sich im Nixen unter Wasser, kennt sie sich aus, sie weiß, wie es da ist, sie ist Prinzessin, das heißt, sie Prinzessin ist auch eine höher gestellte Nixin da unter Wasser.
Und ihr Traum, beziehungsweise das, was sie schon ein paar Mal beobachtet hat, ist eben, wie die Menschen in dem Dorf, das an dem Weiher liegt, miteinander umgehen. Und das gefällt ihr. Weil das im Gegensatz zu dem steht, wie die Nixen unter Wasser miteinander umgehen, ganz was anderes ist. Gut, hinter dir ist es zufällig die Valley. Wo stehen wir hier überhaupt? Ist das die, bist du das dann oder was? Oder seid ihr das? Was ist, ist das die Valley oder was? Kommt gut. Was ist denn das für eine Wand eigentlich, wo wir hier stehen, wenn ich fragen darf? Wo stehen wir? Das ist jetzt hier schon die erste Dekoration im Prinzip für den Tag der offenen Tür. Kann man hier Fotos machen? Da kann man dann so Fotos machen mit. Da kann man dann, an der Fotowand kann man dann so Fotos machen. Und das ist eine Mühle oder was? Oder? Das ist eine Mühle. Da ist schon die Aula hervorragend geschmückt worden, unser Eingangsfoyer. Und schon alles hergerichtet für die vielen jungen Gäste, die da kommen. Sehr schön. Aber vielleicht kommen auch ein paar ältere Gäste. So, jetzt muss man die Emily aber nochmal fragen. Du bist ja zum zweiten Mal dabei, das konnte ich mir merken. Ja. Jetzt im Vergleich, Fledermaus oder jetzt diese nächste, was gefällt dir besser? Also die Fledermaus war schon cool, weil sie einfach mehr Action hatte. Aber die Valley ist halt auch nochmal was ganz Besonderes und wirklich spannend, muss ich sagen. Also es gefällt mir schon sehr. Und wie viele Lieder singst du dann da? Also ich bin bei einem Solo beteiligt und bei einem Duo, genau. Aber du hast dann auch so ein Nixon-Kostüm an, oder was? Ja. Tatsächlich genau das Gleiche. Ja. Ihr habt das Gleiche an? Naja. Man erkennt es, dass die tauschen. Ach, ihr beide seid die tauschen? Ihr seid doch beide der gleichen Besetzung, Wellenschlag. Ja. Ach so, ihr beide tauscht. Die Theresa tauscht mit der Welli das Dasein. Genau, ich nehme ihren Platz im Nixonreich, im Königreich ein. Deswegen dementsprechend gleiches Krönchen, gleicher Rock, klar. Also da komme ich sehr durcheinander, vor allem, weil wir ja dann nochmal Theresen irgendwann interviewen und da komme ich nur noch durcheinander. Das ist nicht so kompliziert. Und dann auch noch zwei verschiedene Besetzungen. Das wird ganz gut dargestellt, Kinder, ihr braucht keine Angst haben. Gut. Wir schaffen das. Gut, dann kommen wir schon zum Ende. Liebe Julia und liebe Emily, die letzte Frage. Wie sehr freust du dich jetzt auf die Aufführungen? Mega super duper viel. Und worauf können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen freuen, aus deiner Sicht? Auf ein schönes Stück, auf schöne Musik. Ich glaube, die Kostüme werden richtig cool. Also da habe ich sehr viel Lust drauf. Und ja, ich glaube, es ist eine runde Geschichte, wenn wir das jetzt noch wirklich gut auf die Bühne bringen. Und da bin ich zuversichtlich. Ja. Emily? Ja, also auf jeden Fall aufs ganze Stück freuen, weil es ist wirklich viel und sehr schöne Szenen dabei. Und ich glaube, auf die Kostüme freue ich mich jetzt auch wirklich. Und was ist dein Lieblingslied bisher? Mein Lieblingslied ist Tanz, Tanz, Tanz. Und dein Super, das habe ich jetzt nicht. Und was ist dein Lieblingslied? Ich glaube, es ist das letzte oder das vorletzte Lied, das einfach geben. Wenn wir es mal wieder üben, natürlich. Ja. Gut, das war's dann schon. Lieber Matthias, worauf können sich die Zuschauer jetzt bei den Nixen am meisten freuen und Zuschauerinnen in einem Satz? Am meisten, dass es stattfindet. Alles klar. Das war unsere Frag den Spengler-Folge mit den Rollenprofilen Valley als Nixe, Theresa als Nixe und der Matthias war auch dabei. Gut, dann war's es für heute. Wir winken den Zuschauern und wir freuen euch auf euren Besuch bei Nixenglanz, die Geschichte zweier Welten.